Hier lebte niemand mehr. War ich zu spät? Wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. So much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. Made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. War tot. Scratch folterte sie, bis sie es nicht mehr ertragen konnte, bis ihr Wille brach. Und all die Zeit dachte sie, ich wäre es gewesen. Scratch war noch hier. Er war noch nicht aus dem dunklen Ort entkommen. Er strich meine Bearbeitungen aus Return. Nein!
Das hatte ich schon mal gesehen. Das war nicht Scratch, sondern ich. In einer Schleife gefangen. Ich hatte aufgehört zu versuchen, das Manuskript zu korrigieren. Eigentlich hatte ich Alice verfolgt. Ich war es die ganze Zeit. Ich habe sie getötet. Wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Wir haben Wake aus dem dunklen Ort zurückgeholt. Mit dem Lied und dem Klicker. Aber er ist nicht hier gelandet. Sondern am Ufer, nachdem ich Nightingale gegenübergetreten war. Hey! Alles okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er ist entkommen! Mit meinem Gesicht! Scratch! Ich habe Wake hier gefunden. Er erschien... deswegen. Die Beschwörung. Das war Wake. Scratch gab sich nie für Wake aus. Sie sind dieselbe Person. Scheiße. Er ist da. Scratch, passen Sie auf, Anderson! Erst was? Scratch ist Wake unter dem Einfluss des Dunkels. Er will den Klicker. Planänderung. Ich locke ihn in die Zelle. Wenn wir drin sind, verriegeln. Und alles drauffeuern. Team Esteban! Er ist zu schnell. Nageln Sie ihn in Ihrer Waffe fest, damit ich das Licht auf ihn richten kann. Ich bin dabei. Verdammt! Anderson, kein Strom mehr! Läuft wieder! Mach, hab ihn! Er sitzt in der Falle. Das ist Ihre Chance, Anderson. Schalten Sie die Lichter ein. Er ist entkommen. Ich mach das. Mach dich bereit. Kleine! Du hast dir die falsche Familie ausgesucht! Das ist meine Geschichte. Okay. Läuft wieder. Ja, hab den Bastard. Licht aus. Pass auf, Anderson! Anderson, noch mehr Ausrüstung! Ich muss die Lichter auf die Zelle. Fließt wickiger Blut, Kleider!
Fifi, etwas Hilfe bitte! Da ist es! Jetzt ist es weg! Das Licht! Kann mir das eine Lücke kommt zu dich, Anderson! Stromausfall! Er kommt zu dir! Halte durch, Anderson! Mach uns stolz, Saga! Du hast dir die falsche Familie ausgesucht! Rache ist wieder an! Zeig sie ihm, Kleider! Das ist nicht toll! Lass dich nicht dran! Das wird dir noch leid tun, Scratch! Leuchte ihn an! Ich mach das! Dann ist er dran! Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, Leute, aber es ist offiziell. Das Hirschfest wurde abgesagt. Heute ist ein sehr schwarzer Tag für Bright Falls. Zum nächsten Gig. Wir tun das für dich und unsere reizende Saga. Du kümmerst dich hier um alles. Vermassle das nicht, Tom! Ich sah es wie einen Horrorfilm vor mir und ich hatte keine Wahl, als ihn mir anzusehen. Das Dunkel hatte jetzt die Karten in der Hand. Willkommen zurück, Wake. Du bist doch Wake, oder? Jetzt, wo du den Schatten los bist. Wenigstens eine gute Nachricht. Die schlechte ist, dass ich seit dem AWE in Eagle River nicht so eine Scheiße miterlebt habe. Der Schatten ist jetzt in Alex. Und Anderson ist weg. Wir müssen herausfinden, wie wir das wieder hinkriegen. Ich werde das wieder in Ordnung bringen, Agent Esteves. Ich bin schuld an all dem, was hier passiert. So einfach ist das nicht. Aber in dem Moment, als ich sie sah, hätte ich sie in eine Kiste stecken und in eine Sicherheitsanlage verfrachten sollen. Die Frage ist nur, ob sie das in Ordnung bringen können. Ich versuch's. Klingt nicht sehr überzeugend, aber wir machen das schon. Und wie ist die Lage?
Ich habe noch kein Wesen gesehen, das einen Sicherheitscontainer so durchbricht. Und jetzt hat das Dunkel Agent Casey befallen. Es muss sich beim Angriff im Wald darauf vorbereitet haben. Und jetzt hat er den Klicker. Scratch, das Dunkel in Casey, hat Saga in den See geworfen. Wenn sie im dunklen Ort landet, kehrt sie vielleicht nie mehr zurück. Ich habe 13 Jahre dort verbracht. Zane ist noch immer dort. Thor und Odin sind ihr gefolgt, oder? Vielleicht holen sie sie raus. Mit der Macht des Rock'n'Roll. Ich habe sie dort gesehen. Sie haben ein Musical aufgeführt. Und schon bin ich viel weniger optimistisch. Scratch wird nach Bright Falls gehen und den Klicker verwenden, um sein schreckliches Ende von Return herbeizuführen. Aber ich kann es stoppen. Wie? Scratch muss das Manuskript haben. Wenn ich das Ende lesen kann, kann ich es ändern. Ich muss ihn finden. Naja, ohne sie wirst du nicht weit kommen. Dieser Plan ist total verrückt, Wake. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber es liegt an Ihnen. Ich habe Ihnen alle unsere Waffen besorgt. Vermassle es nicht. Ich brauchte ein Auto. Das FBI-Fahrzeug stand auf dem Parkplatz. Ich war wieder wach. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hatte ich wieder einen klaren Kopf. Ich fand mich am Anfang wieder. In einem dunklen Wald außerhalb von Bright Falls. In einer Hand eine Waffe, in der anderen eine Taschenlampe. Verflucht von meinen eigenen Texten. Alice wurde mir genommen. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste verhindern, dass die Horrorgeschichte wahr wird. Und das Dunkel aufhalten.
Dunkel ist am dunklen Ort in mich eingedrungen. Als ich wieder zurückgezogen wurde, wurde es geschwächt. Es schlummert jetzt. Ich konnte mich nicht mehr an das Geschehene erinnern. Aber ich spürte, dass es stärker wurde, dass es erwachte. Ich dachte, es verfolgte mich. Doch ich trug es die ganze Zeit in mir. Und dann kam es über mich. Und es verwandelte mich in Scratch. Ich musste nach Bright Falls und all das bis zum Ende durchziehen. Ich zog Saga Anderson in diese Geschichte, um mir zu helfen. Es gelang ihr, aber es kostete sie alles. Ich hatte Alex Casey jahrelang in meinen Texten erwähnt, deshalb zog es den echten Casey hierher. Jetzt war auch er ein Opfer. Saga, Casey, Alice. Ich bin für all die schrecklichen Dinge verantwortlich. Es ist meine Schuld. Scratch musste aufgehalten werden. Ich kenne diese Straße schon. Befahre sie schon ewig. Wenn Scratch den dunklen Ort hergebracht hat, würde mich das wieder hineinbringen. 2010 tauchte ich ein. Ein Glaubenssprung. Für Alice. Ohne zu ahnen, dass ich damit schlimmer als mit dem Tod bezahlen würde. Es dauerte 13 Jahre zu entkommen. Jetzt war Alice tot. Wegen mir. Und ich wollte diesen Sprung erneut wagen, doch diesmal kannte ich den Preis nur zu gut. Ich kann es auch anders sehen. Ich hatte den dunklen Ort hergebracht. Ich war nie entkommen. Vielleicht kann ich es jetzt nach all dem. Ein naiver Gedanke. Ich hatte keine Wahl, ich musste es tun. Aber das nahm mir auch nicht die Angst. Scheiß drauf. Das ist nicht, was ich erwartet hätte. Neuester Roman Return bricht sämtliche Literaturrekorde. Es ist der große amerikanische Roman.
Fleischfestszene ist ein heißer Anwärter auf das unvergesslichste Ende in der Literatur. Diese Woche sehen wir uns den mit Spannung erwarteten neuen Roman von Alan Wake an. Return. Return wurde auf festes, hochwertiges Offsetpapier gedruckt, das jede Seite zu einem wahren Vergnügen für die Fingerspitzen macht. Alan Wakes Genialität zeigt sich auch in der Wahl des Einbands, der aus erstklassigem Emaillepapier mit glänzender Laminierung besteht, das sich sowohl geschmackvoll als auch angenehm anfühlt. Nicht wahr? Wake hat mit seinen vorherigen Romanen hohe Standards gesetzt. Aber ich kann mit Garantie sagen, dass sich auf der Rückseite von Return die beste Beschreibung eines Buches befindet, die ich je gelesen habe. Dieser Klappentext ist wirklich fesselnd und wird euch von Anfang bis Ende gefallen. Ich musste eine Kopie von Return beschaffen und das Buch zu Ende lesen, um es ändern zu können. Ich war in Scratchs Ende, eine perverse Version der Realität. Die Einwohner wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Alles drehte sich um Return, als wäre es gerade erst veröffentlicht worden. Ein fesselndes Meisterwerk! Die Welten und Charaktere wirken einzigartig und überraschend aufeinander ein. Vor allem die Szenen im Übergang sind ein gutes Beispiel dafür. Das Buch sorgt ständig für Überraschungen. Ich hatte erwartet, dass die Koskelas wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Hutari-Brüdern zu Besessenen werden. Das Verlust ihrer Familie ist ein unverblümter Kommentar zu dem Problem, mit dem eine Frau konfrontiert ist, die ihr persönliches und berufliches Leben unter einen Hut bringen möchte. Die Bühnenkampfszene in Departure wird von der absolut umwerfenden Beschwörung des dunklen Ozeans übertroffen. Die halbe Zeit nicht, worum es ging, aber ich liebte jede einzelne Sekunde. Das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschalten. Ich hatte nun das Buch, bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writers Room, um den Schrecken zu beenden.